Weiter geht's mit unserem zweiten DIY-EOS. Die Idee stammt übrigens von der lieben Joanna vom YouTube-Channel Cute Lifehacks. Der Link zu ihrem Kanal und zum Rezept sowie eine Liste der verwendeten Produkte findet ihr unter diesem Video in der Infobox. Wir starten mit einem selbstgemachten Schokolippenbalsam, was wir später für die Chocolate Chips im EOS brauchen. Dazu gebt ihr einfach 2 Teelöffel Kokosfett, 1 Teelöffel Bienenwachs und 1 Teelöffel Zartbittercreme oder auch Nutella in ein hitzebeständiges Gefäß und lasst das Ganze in einem heißen Wasserbad schmelzen. Anschließend füllt ihr die Masse in einen sauberen Kosmetiktiegel und lasst es für einige Minuten im Kühlschrank aushärten. Wie bei der Candy Cane und Red Velvet Variante brauchen wir auch hier einen leeren EOS. Falls ihr keinen aufgebrauchten verwendet, wird der Lippenbalsam vorsichtig entfernt. Da das am besten mit einem Messer funktioniert und man sich leicht schneiden kann, lasst euch hier bitte von einem Erwachsenen helfen, falls ihr noch sehr jung seid. Dann muss noch das Mittelstück rausgelöst werden. Das geht am einfachsten mit einem kleinen und sehr flachen Schraubenzieher. Ihr könnt diesen Schritt zwar auch mit einem Messer machen, aber da man schnell abrutscht, ist es mit einem stumpfen Schraubenzieher etwas sicherer. Der Originalinhalt kann übrigens in einem heißen Wasserbad geschmolzen und in einem sauberen Kosmetiktiegel aufbewahrt werden. Wenn das Döschen schön sauber ist, wird der obere Teil ganz dünn mit Vaseline eingefettet und anschließend kleine Stückchen des vorbereiteten Lippenbalsams darin verteilt. Wenn das Ganze etwa so aussieht, wird das Mittelstück wieder darauf geschraubt und für einige Minuten ins Gefrierfach gestellt. Dann geht's auch schon mit den anderen Zutaten weiter. Ihr braucht 1 Teelöffel Bienenwachs, 2 Teelöffel Kokosöl, etwas gelbe Lebensmittelfarbe und für das tolle Vanillearoma 1,5 Teelöffel Vanillepuddingpulver. Das alles wird, wie vorhin auch, in einem heißen Wasserbad geschmolzen. Wenn sich alles gelöst hat, wird die Masse bis knapp über das Mittelstück gegossen und damit das Ganze sicher steht, könnt ihr das obere Teil des Döschens einfach in das untere stecken. So sollte der Lippenbalsam dann erstmal für ca. 25 Minuten ins Tiefkühlfach gestellt werden. Wenn das Ganze ausgehärtet ist, wird noch der untere Teil des Döschens darauf gesetzt und dann ist unser Cookie Dough EOS auch schon fertig.